Hallo, herzlich willkommen bei Orthopädische Technik Helbig in Brand-Erbersdorf, Bahnhofstraße 14. Die eine oder anderen kennen uns bestimmt. Uns gibt es seit 1913. Ursprung ist Karl Helbig, der eine oder andere wird ihn kennen. Wir sind sechs Angestellte, also sechs Leute in dieser Firma, die sich darum kümmern, dass ihre Füße gesund bleiben oder mit ordentlichem Schuhwerk versehen werden. Bei uns gibt es konfektionierte Schuhe, also sprich Schuhe, die man in jedem Laden käuflich erwerben kann. Halt. Von Kinderschuhe bis zu sehr, sehr groß XXL. Wir hatten auch schon einen Kunden mit der Schuhgröße 51. Solche Sondergrößen haben wir natürlich nicht auf Lager, die müssen bestellt werden. Und für Füße, die nicht mehr in konfektionierte Schuhe passen, gibt es dann halt den Maßschuh. Ich achte immer darauf, dass das Orthopädie, dass es schön sein kann. Und das muss nicht, ein orthopädischer Schuh ist nicht automatisch hässlich, das ist wichtig zu wissen. Hier sehen Sie mal ein paar Beispiele von orthopädischen Schuhen. Dann haben wir noch Diabetikerschutzversorgung. Diabetikerversorgung ist auch ein großes Thema. Das ist meistens mit Polyneuropathie einhergeht. Das heißt, also der Patient kann an dem Fuß nichts mehr fühlen. Demzufolge würden Steinchen oder wir hatten auch schon Kinderspielzeug in den Schuhen, kann er nicht spüren. Demzufolge muss der Schuh dort nachgeben, gerade bei Steinchen, dass das nicht in den Fuß eintritt und dort keinen Ölkuss bildet, sprich also Verletzungen. Und Diabetiker kann eben auch sehr schlecht heilen, deswegen ist Diabetikerversorgung ganz, ganz wichtig. Wir haben noch Einlagenversorgung, das ist ein wichtiges Thema. Das ist schon eine Vorstufe. Viele Sportler tragen Einlagen, weil eben Knicksenk, Spreizfuß in heutiger Zeit ein großes Thema ist. Es wird sich kaum noch bewegt. Sogar der Weg zum Briefkasten geht mit dem Auto. Demzufolge sind die Muskeln schlecht entwickelt und der Fuß bricht halt ein. Das wird dann also gestützt durch orthopädische Einlagen, die in konfektionierten Schuhen getragen werden können. Diese Fußdruckmessung, die wir anbieten, das ist vor allem für Diabetiker, die wie gesagt nicht mehr sagen können, ob der Schuh drückt oder nicht drückt. Und das kann dann uns der Computer sagen. Dann gibt es es wird also ein Blauabdruck gemacht oder Schaumabdruck, also ein Formabdruck. Danach richten wir uns dann, wenn wir die Einlagen herstellen. Und dann wird der Patient angerufen. So, Einlagen sind fertig. Reparaturen wird immer noch nachgefragt, aber obwohl ich das am Schaufenster draußen dran stehen habe. Ja, wir machen Reparaturen von Taschen, Reißverschlüsse halt, neue Sohlen, also alles, was man so noch reparieren kann. Also ich sage immer, es ist alles möglich. Es kommt dann natürlich dann auf den Aufwand drauf an. Ein Termin ist von Vorteil, gerade bei diesen aufwendigen Beratungen, was Gehtests angeht oder Fußdruckmessung. Das ist ein kleiner zeitlicher Aufwand. Und wenn natürlich der Laden da gerade voll ist, ist das ungünstig. Also so ist es besser, man hat einen Termin bei uns vereinbart. Wir bieten Hausbesuche an. Wir kommen also ins Haus, machen einen Termin vorher aus, klar. Dann gehe ich in Pflegeheime. Ich halte auch Vorträge für Parkinson-Patienten, für Diabetiker-Patienten, für Sportler. Ich gehe in Firmen, mache kostenlose Fußuntersuchungen. In Firmen, in Schulen, Kindergärten, in Pflegeheimen, Behindertenwerkstatt. Wir bieten auch orthopädische Strumpfversorgung an und auch das im Hausbesuch mit Vermessung und Auslieferung. Dadurch, dass wir kostenlose Fußuntersuchungen anbieten, haben wir es auch sehr oft, dass eben sportbewusste Menschen oder Mütis mit ihren Kindern einfach mal vorbeikommen und wir uns die Füße angucken, ob eben alles in Ordnung ist oder nicht. Wenn was nicht in Ordnung ist, lassen wir das Ganze natürlich vom Arzt absegnen. Es wird also nochmal ein Gespräch beim Arzt geben. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie dann glücklich nach Hause gehen. Die Öffnungszeiten, wir haben von Montag von 9 bis 16 Uhr aktuell geöffnet. Und wir sind erreichbar unter der 037 322 für Brand-Erbersdorf 2160.